it's just you. Well, times can be tough. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir unboxen heute mal das Asus ROG Strix Z270F Gaming Mainboard. Ich habe mir das gekauft, weil meins einen Defekt hat. Und ja, gucken wir uns mal an. Hier steht erstmal nichts Besonderes drauf. Das steht an der Seite. Dasselbe nochmal. Hier steht es auch nochmal. Also nichts Besonderes. Auf der Vorderseite sehen wir einmal, dass es Intel Chipsatz Z270 ist. Das ist für den Intel Core Insight, also Support. SLI von Nvidia unterstützt es. Crossfire und Aura Sync und 3D-Print freundlich. Ja, gut. Schauen wir mal auf die Rückseite. Da haben wir ein bisschen was zu sehen. Also die technischen Daten. Und ja, also nicht wirklich viel so. Hat halt, ist halt ein RGB-Mainboard so, ne? Und machen wir das mal auf. So, gucken, kommen wir erstmal zu den Nebensächlichen. Hier haben wir einmal die Treiber-CD, einmal die Seitenblende bzw. die Rückblende. Dann haben wir hier noch ein paar Kabelsticker, ganz nett, brauche ich aber nicht, denke ich mal. Ja, haben wir noch einen Code. Hier haben wir noch eine CPU-Abdeckung, also für den Slot, also für den für die Pins. Hier haben wir noch so ein, was ist das, so ein, ja keine Ahnung, so ein Plastikdeckel, keine Ahnung, weiß nicht, wofür das ist. Dann haben wir noch eine SLI-Bridge für Nvidia. Kann man ganz schön sehen. Und noch ein paar Kabel halt, ne, SATA-Kabel. RGB-Kabel, also für LED-Stripes, nochmal SATA-Kabel, Schrauben fürs Gehäuse. So, Bedienungsanleitung und hier sind auch nochmal Sticker, wie man ganz schön sieht, drei Stück. Und sonst eigentlich auch nichts wiederum. Garantiebestimmung und Anleitung. So, kommen wir zum Hauptteil, zum Mainboard. Dies hier ist das Mainboard. Sieht sehr schön aus, finde ich, meiner Meinung nach. Das hier alles leuchtet, also das ganze Weiße hier leuchtet alles. Und das leuchtet auch. Und ich finde, das sieht einfach übertrieben nice aus. Oder was denkt ihr? Hier ist noch der Soundchip. Und ja. Mehr gibt es dazu eigentlich jetzt nicht zu sagen. Also die technischen Details verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also direkt die Seite von Asus. Ach ja, genau. Hier kann man nochmal sehen. Wir haben hier einmal USB Typ-C. Oder zweimal sogar. Einmal ein Displayport, ein HDMI, einmal ein DVI. Viermal USB 3.0, einmal für die alten Maus- und Tastaturgeräte, dann noch einmal ein Gigabit-LAN-Port, einmal optischen Ausgang und 7.1 Sound. Ja, also mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen von meiner Seite aus, weil ich bin da jetzt auch nicht so involviert, was das angeht. Ich wollte einfach nur mal vorstellen, dass ich mir wieder neue Hardware geholt habe, damit mein PC besser läuft und auch wieder stabil läuft, weil ich habe das Problem, dass ich vor jedem Start zum Beispiel meine Grafikkarte rausnehmen muss, weil irgendwas mit dem Mainboard nicht stimmt. Und er startet halt erst, wenn ich die Grafikkarte rausgenommen habe und wieder reingepackt habe. Und an der Grafikkarte liegt es definitiv nicht. Ich habe die schon beim anderen Kollegen ausprobiert und da lief das ohne Probleme und alles, aber es ging halt nur mit meinem Mainboard nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues zugelegt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ja.